Und wir kommen damit ins Ausland. In Istanbul hat die Polizei eine Demonstration zum gestrigen Frauentag gewaltsam aufgelöst, laut Medienberichten mit Tränengas und Gummigeschossen. Der Abend beginnt friedlich. Tausende Frauen und Männer ziehen vom Taksimplatz durch die Haupteinkaufsstraße Istanbuls. Doch dann gibt es an den Polizeiabsperrungen kein Durchkommen mehr. Hunderte Polizisten blockieren den Weg. Singend und hüpfend verlangen die Demonstrantinnen ein Durchkommen. Doch dann schreitet die Polizei ein und treibt sie auseinander. Die Gewalt kommt unerwartet. In den vergangenen Jahren hatten die Behörden die Demonstrationszüge zum Frauentag immer erlaubt.